10.38 Uhr und hier ist das Ö3 Weihnachtswunder live aus Vorarlberg. Das wäre ähnlich wieder mit echten Menschen um uns herum. Ihr direkt in Bregenz. Und wir senden jetzt mittlerweile schon ein Zeitl, aber sind noch mittendrin. Es geht noch bis zum 24. Dezember um 10 Uhr. Sammeln wir Geld für Familien in Österreich von allen, aus ganz Österreich. Und es werden sich jetzt vielleicht ein paar Menschen denken, was hören da plötzlich für einen Sender? Das, glaube ich, gab es in Österreich noch nie und vielleicht auch sonst noch nicht. Zwei Radiosender, die, sagen wir mal so, normalerweise unterm Jahr sich freuen, wenn man jeweils den einen nicht hört oder den anderen. Ja, wir sind Mitbewerber, so wie das so schön heißt. Die senden jetzt dasselbe Programm. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von der Antenne Vorarlberg. Wir haben zwei Leute bei uns im Studio, die ihr sehr wohl kennt. Sandra und Feiti. Hey, hey, ihr Lieben. Willkommen. Schön, dass wir bei euch sind. Wir freuen uns sehr, das finden wir wirklich cool. Die Gabi und ich, wir waren vor ein paar Wochen schon bei euch zu Gast in der Morning Show. Jetzt tatsächlich übernimmt die Antenne Vorarlberg das Programm von Ö3. Das heißt, ihr leitet uns jetzt, eure Hörerinnen und Hörer, für ein großes gemeinsames Anliegen und das finden wir sehr geil. Jawohl. Richtig, wir haben es super gefunden, was ihr da in Bregenz macht, dass ihr Spenden sammelt für Familien, für Bedürftige in Not und haben gesagt, hey, wir wollen uns daran beteiligen. Und der Sinn dahinter ist ja, man spendet eine Kohle und darf sich dann einen Song wünschen. Und wir haben gesagt, komm, wir geben euch 5 Euro für den Song und 995 Euro Schmerzensgeld obendrauf. Das muss ich euch schon dazu sagen. Wie wir uns kennengelernt haben, irgendwie, wie wir uns begegnet sind zum ersten Mal, haben wir gedacht, das ist wie wenn du nach Hause kommst irgendwie, und Menschen, die du schon länger nicht mehr gesehen hast, irgendwie umarmen dich einfach spontan. Es war so ein freundschaftliches Hallo, so ein Willkommen. Also alle, die sagen, Mitbewerber und ihnen strengste Konkurrenten. Also in Wirklichkeit sind wir einfach alle miteinander Leute, die gerne Radio machen, die richtig, gute Musik lieben und die für unsere Hörerinnen und Hörer da sein wir wollen. Wir sind eine Familie, oder? Ganz ehrlich. Und das Feedback, das auch zurückkommt von den Hörern, das gibt uns einfach so viel, dass wir mitten in der Nacht aufstehen dafür und sagen, hey, wir lieben das. Ja. Gemeinsam sind wir mehr, auch beim Radio. Okay, jetzt muss man dazu sagen, du kannst etwas sehr Schönes, Spezielles, womit du deine Hörerinnen und Hörer auch immer wieder erfreust irgendwie, und das möchtest du uns jetzt auch noch irgendwie angedeihen lassen. Ich kann es nicht, ich bin da hingerutscht und wenn man der Feiti und mich hernimmt, war ich vermutlich das kleinere Übel. Und zwar übersetze ich mit dem Antenne Vorarlberg Hitdolmetscher bei uns immer ausländische Songs ins Vorarlbergerische, damit man sie versteht. Und jetzt haben wir gedacht, wenn ihr schon mal da seid, mache ich einen Hitdolmetscher fürs Ö3 Weihnachtswunder für euch. Sandra, wo bleibst du denn schon wieder? Feiti, du weißt ja, dass ich für Ö3 schnell was singe. Hab's wieder gemacht, ich sing euch ein Lied und hoff, keiner lacht.